So, herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 im DLC Commander Lilith und der Angriff auf Sanctuary. Wir haben in der letzten Folge Scooters letzten Willen erfüllt und ihm ein Denkmal gebaut und seine Pornohefte gesammelt. Mittlerweile wissen wir auch, warum Scooter tot ist. Und zwar ist der im Spiel, im Telltale-Spiel Tales from the Borderlands getötet worden. Beziehungsweise nicht getötet worden, sondern er hat sich, nach dem, was ich gelesen habe, geopfert, um den Hauptcharakter, den man da spielt, zu retten. Was bedeutet, dass Tales from the Borderlands Lore ist? Also nicht nur Lore, sondern auch Mainline-Lore ist. Keiner von uns dreien hat dieses Spiel gespielt. Das heißt, wir wissen nicht, worum es da geht. Falls noch Dinge auftauchen, die aus dem Spiel sind und die wir nicht wissen, könnt ihr uns aber gerne darauf hinweisen. Weil ich glaube, keiner von uns wird das in allzu Bälde spielen, also sollten Spoiler kein Problem sein. Ich habe sogar halt gespielt, tatsächlich. Echt, hast du? Ja. Ah, cool. Ich nicht. Ah, also ich auch nicht. Aber ich habe es nicht zu Ende Also, gemacht. Scooter ist halt in dem Spiel gestorben, leider irgendwie, der ist in so einer. Na, er ist in einer großen Explosion gestorben, also wie er es wollte, ist er abgetreten. Egal, wir sollen trotzdem, haben jetzt hier soweit alles erledigt in dem Bereich hier und müssen einen Weg finden in die Dahlminen, um den komischen Typ zu finden, der dieses Pflanzenvirus gemacht hat, um ein Gegenmittel zu erschaffen, damit wir Mordecai heilen können und Sanctuary zurückerobern können. Lass dich So, kloppen. Ich will und kloppen. das. Ja, klopft Tritt das die Tor Tür auf. ein, Junge! Lass dich fressen! Oh, und richte den Sandwürmern was von mir aus! Sie wissen, was ich meine. Okay. Ah, okay. Okay. Gemerkt. Grüßen. Grüner Willi von ganz weit unten. Was? Ekelhaft. Dring in die Burrows ein. Oh, ich mag es, wenn ich irgendwo eindringe. Oh ja, eindringen. Warte. Gewalt. Nur wird jeder auf Pandora dabei sterben. Er hat uns im Reagenzglas und den Finger auf der Zentrifuge. Oh, also hast du mein Video bekommen? Ich warte immer noch auf Antwort. Was glaubst du, was du da tust? Spielt mich keine Rolle. Es wird enden wie folgt. Ich, der Präsident des Paradieses. Du stirbst mit deinem mutierten, zu einer Brezel verdrehten Gliedmaßen einen einsamen Tod. Ist ja gut, wir haben kapiert, du bist böse und warum brüllt dein Typ eigentlich alles, was er sagt, so? Ein aggressiver Psycho? Ja. Ja, aber es ist Ich bin übertrieben schizophren. laut. Meine andere Stimme höre ich nur und die ist ganz ruhig. Ist das bei euch auch so übertrieben laut? Hä? Nö, es geht Was? eigentlich. Was gesagt? Nein! Bin ich gerade so ein bisschen laut hier. Ja, warte, ich muss gleich nochmal in die Toneinstellung gehen. Holy fuck. Unüberraschend. Was? Ich verschwinde. Irgendwie sind hier gerade alle übertrieben laut. So, wartet mal ganz kurz, wenn der Kampf hier vorbei ist. Alter. Lass es fließen! It will never be over. Okay, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen leiser ist, ey. Holy fuck, ich höre mich selber nicht mehr denken, so laut ist das. Du denkst? Ich krieg. Ja, hin und wieder mal. Ich krieg Backflashes zu Borderlands 1. PTSD. Oh cool, was ist denn hier alles los? Aber wo bist du überhaupt schon hingerannt? Du solltest vielleicht die infizierten Kapseln an der Decke abschießen. Du bist zum Kotzen! Ah, ich werd ganz irre hier. Fuck. Help. Ist das die falsche Richtung? Ja, da war nur eine Truhe. Great. Nichts Besonderes. Die Truhe ist auch schon leer. Nein.
Da war nichts drin, ne? Die war von Anfang an leer. Ja. Oh, richtig, richtig erkannt. Egal. Badass Lichentro. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich meine, auf der einen Seite macht sie irgendwie keinen Damage, aber auf der anderen Seite irgendwie schon. Ja. Was? Irgendwie komisch. Wisst ihr, was gut ist? Zero redet nicht viel. Ich auch nicht. Kipper, nehm dein Part. Ja, ich merk's. Ein Typ brüllt für uns alle zwei mit. Ich glaub, das ist falsch, wo du langläufst. Hier. Yeah. Ja, shit. Oh. Ja? Ups. Danke für die Cutscene, jetzt werde ich sterben, weil die Anzeige wird. Ja. Ja, ich auch. Oh. Brick. Hey, Brick. Fuck. Ich hab's rausgeschafft. Oh, nee. Ja, ich krieg nur... Ich werd's nicht rausschaffen. Hier sind Medikits. Das ist nur ein Schild. Aua. Oder doch, ich schaff's. Okay. Extra auf dich. Okay. Das, er schreit so oder so, egal ob er Schmerz hat oder nicht. Brick! Brick! Kloppen! Weißt du, und er ist jetzt voll leise. Ich weiß, dass wir nicht immer einer Meinung waren. Yo, Lil, ich habe Probleme mit deinem Führungsstil. Aber wenn Mordi in Schwierigkeiten steckt, bin ich im Team. So einfach ist das. Dann lass ich dich jetzt das tun, was du am besten kannst, Brick. Kloppen! Okay, ich guck mir mal das hier an. Oh. Electric Fuel. Das da hin. Ich hab irgendwo was frei gemacht. Wow! Alter, der Typ hat mich gerade 10 Kilometer weit weggeworfen. Oh, fuck. Sollten wir vielleicht nicht erstmal Brick helfen? Scheiße, Brick. Niemals. Komm mal zurück. Ich hab hier irgendwas freigeschaltet. Ja. Mauer eingerissen. Können wir erst die Gegner töten und uns dann Nein, darum kümmern? Fuck die Gegner. Komm zu mir. Vernichtet mein Können. Überhaupt. Da unten. Hast du den Zaun aufgemacht? Yes, sir. Nice. Eine Kiste. Kiste auf. Hier ist absolut gar nichts drin. Ein paar grüne Waffen. Zu. Dein Tod steht bevor. Never mind. Ja. Ja, ich muss einmal außen rumlaufen, weil. Reasons? Ja. Ich hab gerade meine Ult aktiviert und es ist nichts passiert. Ich finde irgendwie nicht, dass wir das Ult nennen sollten. Meine Fähigkeit. That's better. Meine Unsichtbarkeit. Nein, deine Fähigkeit. Mein Gerät. Gerät. Ich hab der Gerät aktiviert. Kiste. Ich glaube, wir rennen jetzt hier auf die Mondstation zu, ne? Ich weiß es nicht. Guck mal nach vorne. Ah, ja. Ja. Okay. Hat Vaughn ja gesagt. Sind die Geschütze für oder gegen uns? Gegen. Gegen. Na gut, dass ich Raketenwerfer hab. Da ist ein Hyperion Generator bei mir. Ja, wir müssen alle Gegner killen und dann werden die freigeschaltet. Alter, die Geschütze machen übel Damage. Ja, warte. Unfassbar. Ich seh's nicht, warte mal. Habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. So, gut. Ah, da ist noch eins. Hold on.
Ach, hast du jetzt. Hast du doch gekillt, ne? Ja. Ich hab eine Granate reingeworfen. Ich hab das Gefühl. Sie macht keinen Schaden. Musst du irgendwie der. Meinst du? Ja, doch. I'm positive. Ah, guck mal hier. Nehmen wir einfach mal das da. Ah, wie hast du es ausgemacht? Ich habe einfach aufs Knöpfchen gedrückt. Oh. Ach, lass die Gegner einfach gammeln. Lass mal rübergehen zu Herrn Agonize. Was macht er denn da hinten? Der versucht wahrscheinlich. Das Tor ist aus. Ja, er hat es jetzt gerade geschafft. Gegen freiräumen, alles killen. Nicht bei. Bei auf dem Baum ist. Oder so. Wenn du keinen hast. Hallo. Jetzt mal aufhören zu lachen? Du bist ja echt. Hör auf zu schreien, hör auf zu lachen, hör auf zu kreischen. Mann, 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 ey. Ja. Der Restrictor. Jo, und jetzt? Andere Seite. Keine Ahnung, ob meine Granate trifft. Ja, hat sie. Nennt mich Granatenwerf-King. Nein, ich nenne dich Eptain. Das ist schlecht genug. Aber ich werde drauf gehen. Ich gehe drauf. Ey, du liegst wieder im Dreck. Ich helf dir. Ich helf dir. Ihr müsst damit reden. Es gibt einen Chat. Sonst müsste ich übersetzen. Der Knackpunkt. Erreiche Helios. Die Tür zu Cassios Labor ist verriegelt. Musst sie also mit einer Riesenkanone wegsprengen. Irgendwie hast du schon immer gewusst, dass es mal so weit kommt. Zeigen wir diesen Arschlöchern, wessen Planet das ist. Kapitel 4. Wir müssen den Cassio-Taschenrechner befreien. Okay. Wir müssen den Mond beschießen. An dem habe ich mir doch gerade die Nagelhaut verletzt. Hey! Hallo! Lauf! Oh, Agnes hat's geschafft. Ja. Wir sehen uns beim Backburner Slap. Okay. Warum kommt er nicht mit? Warum müssen wir mal alles alleine machen? Weil wir geil sind. Because we are in a menu. Ich warte gerne auf mein Essen. Danke! Ich verschwinde. Na toll. Sender, weise, fly! Verlier bitte nicht den. Wer? Vielen Dank. Ja, ich hatte meine Ult nicht bereit. Lass das mal mit Ult machen. Da hat er Angst. Lass mich in die nächste Zone und dann ist mir egal, was er macht. Okay, Zeit, Vergeltung an den Loaderbots zu üben, die Hector gehackt hat, um den Großteil meines Clans zu ermorden. Es steht Wichtigeres auf dem Spiel. Wir brauchen diese Moonshot-Kanone, um den Weg zu Cassius freizuräumen. Was ist deaktiviert jetzt? Unsere einzige Hoffnung, Mordecai zu heilen. Die kleinen Viecher haben eine richtig beschissene Hitbox. Nur weil sie klein sind? Ja. Ja, sie schießen ihn in den Oberkörper und ich treffe sie nicht. Hier, die werfen mit komischen Slack-Granaten. Nein!
ich hab. Die zählen nicht. Klick auf den Boden. Ich bin schon da. Ja. Wenigstens einer kümmert sich hier darum, die Leute aufzuheben. Leg dich einfach nicht aufs Maul. Wir sind ein Team. Ja, ne, wir sind zwei, wir sind drei merkwürdige Kreaturen, die irgendwie miteinander klarkommen. Außerdem haben Agonize Muckis Muckis. Hm. Natürlich haben meine Muckis Muckis. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber... Muckis können Muckis haben. Hört auf hier oben rum. Aua. Ja, was ist denn hier los? Das war mein Kill, Sai. Damit euch. Nein, das ist mein Kill. Okay. Kann ich bitte nicht sterben? Danke. Hello, hello. Eine Kiste. Ich krieg die ganze Zeit hier die, ich krieg hier die ganze Zeit die Anzeige, die Tutorial-Anzeigen. Ich hab gerade erklärt bekommen, welche verschiedene Loot-Versionen es gibt. Oh. Warum bist du denn am Boden? Stirb doch einfach nicht. Geh doch weg. Mein Dank ist dir. Wieso stirbst du denn? Hey Sniper! Fuck you! Hab den Sniper. Ich will Borderlands 3 spielen! Ich will Unreal Tournament spielen! Ah! Wow! Gibt's hier irgendwo noch jemanden am Leben? Ah, da hinten ist noch einer. Er ist tot. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Zerstörte gehackte Loader-Bots. Ich hab davon Loader-Bots gemacht. Eine Sekunde über Hectors Plan nachgedacht. Der Typ kapert ein Schiff, um damit ein Gas aus mutierten Sporensamen zu verbreiten, das Pandora in ein Paradies verwandeln soll? Ich finde, das ist ganz schön selbstgerecht. Aufzug, ne? Konzentrier dich. Moonshot-Kanone, bring sie zum Laufen. Spreck, weiß eigentlich irgendjemand, wie man dieses Ding benutzt? Wir müssen diese Tür aufsprengen. Warte. Ist das dein Ernst? Du willst die größte Kanone auf diesem beschissenen Planeten abfeuern und hast mich nicht angerufen? Sorry. Ich bin beleidigt. Tina ist zwischen uns und Helios. Liegt ein einziges Kriegsgebiet. Ich werde dich nicht in Gefahr bringen. Lilly, wartet. Ich verstehe dich ja, aber ich bin eure Sprengstoffexpertin und jetzt ist der Kammerjäger da drin und du kannst mich reinbampfen. Ich will das unbedingt, heute ist bestimmt mein Geburtstag. Das ist sehr anstrengend für mich, etwas anderes als mich selbst zu teleportieren. Das ist nicht so einfach. Ich will die Riesenweltraumkanone benutzen. Das ist mein größter Traum. Na schön. Nice. Tina ist the best character. Ja. Sie hat auch das beste DLC erweitert. Oh ja, der schlimmste ist Claptrap. Aua. Aua. Sie sollte vielleicht eine... Ich hatte doch eine Explosionswaffe, die ich nachladen muss. Kannst du mal bitte aus meinem Gesicht verschwinden, Alter? Nee. Danke. Großes Geschütz. Wo? Seh ich nicht. Kaputt. Seh ich nicht. Kaputt. Ich fühl dich nicht. Nein. Auf wegzuspringen. Auf meine Kill zu klauen. Liegst doch nicht am Boden. Ja, und trotzdem meine Töten.
Willst die Moonshot-Kanone benutzen? Das war nicht so klug. Ich sollte eventuell nicht den Exploder im Nahkampf schlagen. Doch, das passt schon. Alles cool. Gib ich dich auf? Oh, cool. Steh auf, du hast Leute zu verletzen. Töte ihn bloß nicht. Agonize, hallo? Warum denn auch? Nee. Euer Blick trügt doch Empfinder. Was ihr seht, ist nur deutsche Werbung. Der Tod, das bin ich. Mann. Alles muss man selber machen. Du hast den Moonshot-Kontrollraum fast erreicht. Ich habe dort meinen Banditen halt geleistet. Mit meiner rechten Hand auf einem Hyperion-Rechnungsbuch und meiner linken auf einem immer noch schlagenden Skag-Herz. Oh, warte. Stress, I can stress eat some Skag Hearts. Okay. Good. Loot. Bitte. Beschwerdeabteilung. Wenn ein Moonshot daneben geht, bringen wir sie zu den Sternen. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Hi. Also, ich habe einen neuen EMP-Loader bestellt, um meine Sammlung Porzellangürkchen einzuschrumpfen. So richtig schön klein. Jedenfalls hat ihre blöde Moonshot-Lieferung mein komplettes Haus geplättet. Oh, das tut mir wirklich sehr leid, mein Herr. Leid? Diese Gürkchen waren unersetzbar. Und noch dazu mein Haus. Jetzt muss ich bei meinem Kumpel Connor unterkommen, bis die Versicherung das alles regelt. War das Connor Daniels? Koordinaten 33 auf minus 93 in Rust Commons? Ja. Wieso? Hey, was zum... Und Mittagspause. Ich glaube, der hat nicht überlebt. Irgendein Typ. Oh. Ja, das war super! Okay, Tina. Ich hoffe, das war's wert. Ich muss mich nur einen Augenblick ausruhen. Du kümmerst dich um die Moonshot. Lilly, ich pack das schon. Zuhören, der Unterricht hat begonnen. Der Kurs heißt Ballistik für Anfänger und ich bin Professor Bumm. Erste Lektion. Diese normalen Moonshot-Projektile haben keine Chance gegen große Metalltüren. Wir brauchen die richtig gute Panzerdurchdringung. Während ich also die Rakete baue, musst du als Hausaufgabe die Sprengsätze besorgen, die später reinkommen. Das war's! Okay, finde Sprengstoff. Ja, ihr seid lang. Alle durch die Kotze gelaufen. Ich liebe Kotze, okay. Der saure Geruch am Morgen. Ich liebe es, in das Meer. Vor allem, wenn es noch so schön warm ist. Weißt du schon, dass das Beste ist, wenn du noch so ein bisschen zum Kauen hast, gell? Jetzt wird's echt eklig. Und meine ganz offizielle Meinung? Heilige Scheiße, das sind echte Badasses. Eine Schocktruppe aus Iron Biomex hat auf Sekranus 3 innerhalb weniger Tage einen ganzen Kontinent von Terrior-Truppen gesäubert. In wenigen Tagen. Warte. Oh, shit. I'm sorry. Genau. Also. Du bist jetzt ein verliebter Aristokrat, der sich nach der Contessa Aorta Hartsworth verzehrt. Ich spiele die Rolle des Himmelskobolds Kerubi an. Wenn meine Liebespfeile treffen sollen, musst du 2 Stabilisatorruder entwenden. Bam! Was? Woher wissen wir überhaupt, wie das, was wir suchen, aussieht? Keine Ahnung. Komm da hoch und dann spring ich darüber. In dieser Welt hier habe ich. Wir sollten mal angucken, was wir da überhaupt haben. Dort greife ich an. Achso. Ah, das sind die Dinger, die unten an die Rakete kommen, damit sie besser fliegt. Diese Loader brauchen Jahre zum Spawnen. Ja. Diese Liebesrakete mit Flügel haben wie ein großer Dackel. Liebe liegt in der Luft, mon ami. Komm schnell zurück. Au. Danke. Ah, das war ein Explosion. Leute, kriegen dich die verdammten Fressecke nicht. Sehr verbunden. Guck mal, Agonize ist nett. Agonize hebt Menschen auf. Ja. Oder was auch immer ich bin.
Habe ich jemals behauptet, ich wäre nice? Technisch gesehen, nein. Ah. Ich wollte das nur noch mal klarstellen. Ich musste an Drachen denken und hab das gebaut. Lade die Springsätze ein. Katze. Vorsichtig. 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 Sieht schon geil aus. Jetzt bring die Flügel an. Contessa Aorta wird dich schon bald anhimmeln. Wie romantisch. Total und so. Und jetzt? Let's go. Finde einen Energiekern in der Bottkammer. Mir fällt gerade nichts Tolles ein. Finde einen Energiekern. Aber ich mache mir Sorgen um Mordi und ich möchte helfen. Aber Angst, ihn zu verlieren. Er ist mein Freund. Kann ich total ehrlich sein? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich einfach anhalte, wenn ich nicht mehr in Bewegung bleibe. Vielleicht ein Schutzmechanismus. Egal. Tut mir leid, dass ich... Das sieht nach Boss aus. Vergiss es. Ja, dann möchte ich doch mein Leben vollladen vorher. Du wirst trotzdem als erstes einen Dreck legen. Was your shit? Go. Bam! Meinst du, das ist ein Bosskampf? Nein. Oh. Oh, cool. Schön, dass er fast tot ist. Warum? Was passiert? Mein Raketenwerfer! Holy fuck. Wo hast du den denn her? Ich bin wieder da, Freunde. Hol den Energiekern. Oh nein, ich hab gerade das Missionsziel gelesen und es passiert schon wieder. Pull was? Power Core out of your anus. Du spielst Todesmelodie. Nice. Was ist das für ein Raketenwerfer, den du da hast? Also ich habe auch so einen krassen, coolen. Prudential Norfleet heißt der. Der macht... Du bist ein Cheater. Wieso? Weil du den mit Sicherheit nicht hattest, als du den Charakter erstellt hast. Sondern den aus deinem shared Zeug raus hast. Weil Norfleet ist nicht ein Legendary von einem Boss Arschloch. Okay. Ich wäre dafür, dass wir demnächst bei Bossen den nicht benutzen. Sonst okay. Sehen wir die Bosse nicht. Okay. Das war total lame. Ich dachte mir so, hat der eine zweite Phase und die erste ist einfach schnell vorbei? Nein, North Fleet ist so eine kranke Wichskacke. Der Hammer. Ein Tötungswerkzeug, steck's mir rein! Du hast gerade gesagt, ich soll dir eine Waffe reinstecken und dann bück dich mal. Ich steck dir deine Northfleet hinten rein, Junge. Er hat gesagt, so eine geile Waffe steckst mir hinten rein. Bitte. Na komm, danke. Komm, drop doch mal die Northfleet. Damit Eptine sieht, was ich meine. Was macht die denn? Jage alles in die Luft. Ja, das ist ordentlich viel Schaden. Was macht Jagd alles in die Luft? Die hat einen sehr, sehr, sehr großen AOE. Sehr groß. Dann lasse ich das Ding mal einfach in der Tasche. und die dann steckst du es dir hinten rein. und die Explosion überlappen sich und dann. Genau. Nett. Northfleet ist nie von gehört. Nur für Level 30. Das war gute Arbeit. Schließ den Kern an. Okay, ich will dich üben. Ich will diese Kanone feuerbereit machen. Aber weißt du, wenn du magst. Nein, mach. Komm, Tina. Nein. Lass sie das machen. Lass sie das machen. Ja, natürlich. Darf sie das. Ich hab heute Geburtstag. Haha, nein. Ich
Agonize, schnell, komm drauf. Ich glaube, du musst dir sagen, was machen darf. Wirklich? Kennst du dich? Was? Ja. Let's go. Was? Let's go for the white. Wenn wir jetzt alle drei sterben. Schokobrötchen bestätigt. Warte. Warte, halt. Oh. Oh, fuck. Guys? Ja. Okay. Nein, ich will auch. Fuck. Ah, du kannst uns dann aufheben. Ah, nein, ich bin drin. Nein, fuck. Ah. Ah. wo sind wir jetzt hin? Das wäre etwas. Wäre Mr. Talk hier, hätten wir da reingedurft. Ja. Explosion! Wir gehen jetzt aber schon irgendwo hin, wo wir uns die Explosion angucken können, oder? Natürlich. Also, sonst. Okay, Tina, push the button. Fire. Ich guck mal, wie sie läuft. Was stimmt mit ihren Beinen nicht? Hm. Er drückt drauf. Sie wollte es ja nur fertig machen. Darf ich drücken? Press the button. Okay. Push the button, push baby. 3, 2, 1. Und den Knaller. Feuer. Was zum Henker geht da und Vorsicht. Irre. Cool. Es ist so wunderschön. Gut gemacht, alle. Der Weg zum Labor ist frei. Cassius sollte uns besser nicht enttäuschen. Nice. Feuer. Abschluss. Hallo Lilith. Folge Tiny Tina. Du hast die Tür zu Cassius Labor weggesprengt. Du kannst das Gegenmittel fast schon riechen. Aber vermutlich solltest du nicht an den Sachen im Labor schnüffeln. Darf ich an den Professor schnüffeln? Ich muss mich hier um ein paar Dinge kümmern. Geh zurück zum Lab. Diese Ranken verankern Sanctuary an Mount Scarab. Wenn Cassius das Gegenmittel erstellt, ist das unser Weg nach oben. Okay. Hector ist. Und sie hat aber noch mehr Missionen. Aber das macht es nur noch schöner, wenn wir ihm den Arsch aufreißen. Aber wisst ihr was? Wir machen hier Folgenpause und nehmen die Mission in der nächsten Folge an. Ist ja ein wunderschöner Punkt zum Pausieren. Aber das hier ist auch eine Schnellreisestation ohne Wiederkehr, ne? Ja. Ja. Können wir nochmal mehr reinfeuern? Warum schießen wir nicht einfach Sanctuary ab? Warum willst du Sanctuary abschießen? Weil dann Hector tot ist und sein Gas und alle seine Leute und wir quasi alle Probleme direkt los sind und Sanctuary sowieso komplett kaputt ist. Entschuldige, aber wer sagt denn, dass Hector noch auf Sanctuary ist? Weil Sanctuary da selber oben ist. Guck mal da hoch. Hm. I'm not also convinced. und die Gaswolke da oben. Hm. Ja, der hat halt einen fahren lassen. War ziemlich, du. Alter. Okay. Ich würde aber sagen, das reicht für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Adieu.